Ja, schläg auf, ihr Banausen. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem ehemaligen Hornet-Piloten. Da hat er gezeigt, wie er die Hornet gesteuert hat und mit dem, was Eagle Dynamics hier vorschlägt, verglichen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da kannst du dir vielleicht das ein oder andere abgucken. Deswegen wollte ich heute mal zeigen, wie ich hier meine Startprozedur durchführe. Mehr oder weniger wie in echt, ein paar Sachen weichen aber auch ab. Mein Gott, mach doch mal leiser hier, Mensch. Verstehst du nicht mehr. So, ist doch schon viel besser mit der Lautstärke. Kriegst du hier Kopfschmerzen bei der Lautstärke. Schlimm, schlimm. Naja. Auf alle Fälle habe ich mir hier gedacht, ich zeige euch mal kurz, wie ich die Hornet starte. Ich habe deswegen nämlich auch wegen dem Video meine Startposition geändert. Angefangen schon mal beim Batterieschalter, da gehe ich zuerst in die Override Position und checke natürlich beide Warnkreisläufe. Erstmal Warnkreislauf A, schauen, was die Tante so schönes sabbelt und natürlich, ob auch alle leuchten, die leuchten sollen, leuchten. So, Test abgeschlossen, einmal wieder ausmachen, weil wir nicht so lange warten wollen. Mal kurz lunzeln, was die anderen Kollegen hier vorne machen. Ja, reicht. So grob 5 Sekunden, dann in die On-Position und Warnkreislauf B. Nachdem jetzt beide Warnkreisläufe gecheckt wurden, check ich nochmal den Batteriestatus und auch den Bremsdruck. Sicher ist sicher. Und wir können mit dem Start der Hilfsturbine der APU beginnen. Diese braucht natürlich auch nochmal ein kleines bisschen, um hochzufahren. Also nochmal ein bisschen entweder hier rumgucken oder mal aus dem Fenster schauen, was die anderen so machen. Bis die grüne Lampe leuchtet, dann starten wir das rechte Triebwerk und achten auf die Drehzahlanzeige. Bei ca. 25% beginne ich mit der Treibstoffzufuhr. Und zwar jetzt. Dann warten, bis dieses Triebwerk sich stabilisiert hat und das linke Triebwerk ebenfalls startet. Das dauert jetzt erstmal eine kleine Weile. Da ist das rechte Triebwerk da, also wir haben hydraulischen Druck und unsere Generatoren liefern uns Spannung. Immer wieder mal die Warnleuchte drücken, um zu bestätigen, dass wir die Meldung erhalten haben. Dann warten wir einmal, bis das Display sich aktiviert hat. Hier ein kleiner Hinweis. Ein Triebwerk, ein Display, beide Triebwerke, beide Displays oder gleich alle Displays. Also immer schön merken, ein Triebwerk, ein Display. Einmal kurz schauen, ob da irgendwas steht, was uns unbekannt ist. Das ist hier nicht der Fall, also können wir mit dem linken Triebwerkstart beginnen. Auch hier wieder bei ca. 25% füge ich die Treibstoffzufuhr hinzu. So, jetzt haben sich beide Triebwerke halbwegs eingeschwungen. Wir machen den Oxygen-Schalter an, damit wir auch ein bisschen Luft bekommen und die Kanzel zu, damit man mal hier nicht die ganze Zeit sonst was hört. Ein bisschen Ruhe tut auch mal gut. So, dann schalten wir hier mal Licht an, dass die Leute Bescheid wissen, dass wir gleich die Absicht haben zu starten. Die Bleed Air einmal durchschalten, damit Zapfluft unsere Triebwerke erreicht. Ich mache dann gerne noch die Beleuchtungssysteme im Cockpit an. Einmal Anti-Skid an, damit man natürlich nicht vom Deck rutschen bei diesem Wetter, und die Flaps hoch. Außerdem schalte ich gleichzeitig noch den ECM-Störsender-Pod ein, damit der schon mal hochfahren kann, während ich den weiteren Start durchgehe.
Alle Displays werden eingeschalten und der Flight Control System Check wird einmal durchgeführt. Hierbei werden alle Steuerflächen vom Flugzeug angesprochen und gemessen, ob sie denn auch ausschlagen. Außerdem können wir hier gleich noch das Trägheitsnavigationssystem ausrichten lassen. Das dauert ja bekanntlich auch eine Weile. Und damit uns hier kein ungebetener Gast auf den Senkel geht, stelle mal, zumindest ich, im linken COM, also COM 1, die Frequenz vom Träger ein und im rechten COM die Frequenz vom Airwax. So, nachdem auch unser FCS-Test erfolgreich absolviert wurde, schalte ich das RWR ein. Und die Flaps auf die Take-Off-Position. Dann resette ich einmal alles, was hier nicht richtig gemessen wurde und gehe in die Take-Off-Konfiguration. Außerdem kann man dann auch gleich mit dem Take-Off-Trim beginnen. Das ist natürlich abhängig von dem, was wir geladen haben. Wir starten heute ohne Bewaffnung, also reicht ein Winkel von 16. Dann machen wir weiter mit dem Warnleuchtentest. Wir schauen hier einmal von rechts nach links, von unten nach oben, einmal im Bogen, so ist meine Art und Weise, ob denn auch alle Leuchten leuchten, die leuchten sollen. Hier blinkt es und leuchtet, da leuchtet es, hier auch, hier leuchtet es, da leuchtet es, das leuchtet und hier leuchtet es. Test erfolgreich abgeschlossen. So, immer mal schauen hier. Jetzt dürfte auch gleich unser Trägheitsnavigationssystem fertig sein. Wir stellen vorher noch den im Briefing festgelegten Bingo-Fuel ein, damit wir auch Bescheid wissen, wenn wir hier wieder umdrehen müssen. IFF an, Data Link an, Tarkan eingeben und das ICLS ebenfalls eingeben, damit alles schon mal schön vorbereitet ist. Unsere Trägheitsnavigation hat sich natürlich dank der Stored-Heading-Funktion ausgerichtet. Das, was ich jetzt hier mache, könnt ihr, glaube ich, vernachlässigen. Ich bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle gab es am Anfang noch ein paar Probleme mit dem GPS-Alignment. Deswegen trage ich das gerne hier nochmal kurz nach. Ja, was wir natürlich jetzt auch noch gesehen haben, in der Situational Awareness Page mache ich noch das RWR an. Wenn ich dann nämlich gestartet bin, möchte ich natürlich auch alle Funktionen entsprechend aktiviert haben. So. Um den Hydraulikdruck aller Systeme zu überprüfen und auch allgemein einen Funktionstest aller wichtigen Kontrollen durchzuführen, werden einmal die Luftbetankungsstütze ausgefahren, der Launchbar-Haken unten vorne rausgefahren, die Luftbremse wird ausgefahren und der Haken wird auch ausgefahren. Normalerweise überprüft die Bodencrew, ob das ausgefahren wird oder nicht. Haben wir hier leider nicht, also machen wir das mit der F2 Außenperspektive. Alle Systeme funktionieren, wie sie sollen, also fahren wir alles wieder in die Grundposition. Genau. Was wir noch hier vergessen haben, kurz zu erwähnen, ist natürlich auch noch das Radar gemessene Höhe einzustellen. Ich stelle die immer gleich auf die Landehöhe ein, also ca. 370 Fuß. So, nachdem hier alles weitestgehend nochmal kontrolliert wurde, wird der Harness festgezurrt, der Seat wird gearmt und die Parking Brake, also die Handbremse, wird gelöst. Radkeile werden entfernt. Normalerweise auf dem Träger wird man ja in diesen Kuhlen hier fixiert, das wird gelöst. Und jetzt schauen wir nochmal, ob unser Nose Wheel Steering auf High eingestellt ist, denn es ist ja ein bisschen eng hier auf dem Träger, da wäre es schön, wenn wir einen kleinen Wendekreis haben. Und begeben uns Richtung Katapult. Natürlich sollten wir hier nicht über die diversen Sachen drüber fahren von unseren Fangseilen. Ah, er könnte mal theoretisch auf den Caution Light mal draufdrücken. Macht da auch gleich keine Sorge. So, und ab hier folgen wir den Instruktionen der Herren in Gelb. Es sagt Stopp, also halten wir an, drücken auf Warning Lights und fahren einmal unsere Flügel aus.
Wenn wir die Flügel ausgefahren haben, beginnen wir auch mal mit der Checkliste, die wir hier geparkt haben im linken DDI. Deswegen ignorieren wir diese Anweisung jetzt mal kurz und beginnen mit dem Kontrollcheck. Einmal links, rechts, hoch, runter und die Seitenruder links und rechts. So, funktioniert alles. Dann gehen wir weiter. Flaps sind eingestellt, Trim ist eingestellt, den Hook haben wir eingefahren, Harness ist festgezurrt, Warning Lights haben wir schon gecheckt, No-Speed Steering ist auf Load Check und natürlich auch den Seat Guard Check. Dann können wir unsere Loungebar runterfahren und warten auf weitere Instruktionen. Wir sollen weiter nach vorne fahren, also geben wir wieder etwas Schub. Nicht zu viel Schub, gemütlich, gemütlich, zack. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Schub geben, um den Widerstand zu überbrücken und wir sind eingerastet. So, Katapult wird schon mal angespannt. Jetzt sollen wir unsere Loungebar wieder hoch machen, damit diese sich nach dem Start auch wieder nach oben einfahren kann. So, hier hatte ich einen kleinen Steuerungsfehler gehabt. Da ist irgendwas mit dem Controller schief gegangen. Lasst euch nicht irritieren, ich stelle alles wieder ein, wie es sein soll. FCS rechts und die Checkliste links. Wenn er dieses Zeichen gibt, gebe ich meistens halben Schub, warte nochmal kurz, gehe nochmal kurz alles durch. Und in diesem Moment jetzt gebe ich Vollschub mit Nachbrenner, damit dieser auf dem Deck nur ganz kurz an ist. Sobald wir eine positive Steigrate haben, Fahrwerk hoch, Klappen hoch und an Höhe gewinnen. So, nachdem man 2000 Fuß ungefähr überschritten hat, schalte ich von Radar gemessen auf barometrisch gemessenen Höhe um und ja, öffne die Situation Awareness Page, damit ich weiß, was hier oben schon Phase ist und was natürlich auch der Airwakes für mich bereits aufgedeckt hat und mir ins Cockpit digital sendet. Dann gehe ich auch aus dem Nachbrenner raus. Passe meine Steigrate nochmal an. Denkt dran immer, schön positive G ziehen, keine negativen. Also nicht den Stick nach vorne drücken, ist unangenehm. So, und jetzt können wir eigentlich in unseren Steigflug übergehen, um auf die Höhe zu kommen, die wir vorher im Briefing besprochen haben. Machen natürlich noch unsere Gegenmaßnahmen scharf. Das macht man nicht am Boden, das macht man erst in der Luft. Und wir sind fertig, um unsere Mission zu befüllen. Je nachdem, was wir jetzt an Waffen geladen haben, etc. pp., kann man natürlich hier mit der Programmierung dieser beginnen. Was ich jetzt hier nicht gemacht habe, ist das HMT eingeschalten. Ich habe vorhin mal geschaut gehabt, das Alignment ist noch nicht in der stabilen Version oder ich mache irgendetwas noch falsch. Von daher habe ich mich jetzt dazu entschieden, das hier erstmal wegzulassen. Wenn das sehr wichtig ist, dann reiche ich das natürlich auch gerne noch mit nach. Ansonsten einmal noch hier schön den Ausblick genießen. Die Maschine ist erfolgreich gestartet. Wie die Landung dann im Nachhinein noch aussehen soll, kann ich natürlich auch auf Nachfrage in einem weiteren Video nochmal zeigen. Allerdings gibt es ja hier schon welche, von daher. So, und mit diesem Jettison verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen, habt vielleicht auch das eine oder andere gesehen, was ihr so noch gar nicht kanntet. Und verbleibe in diesem Sinne mit der bekannten Regenrinne, hauterte Scheibnei und kommt sicher wieder nach unten.